Servus Patrick. Hallo. Welches der drei Gs bist du? Geimpft. Gausi, Kani, Joni und Co. Welchen Spitznamen hast du? Schmitti. Gegen oder für den FC Ingolstadt 04 treffen? Für. Wie sieht denn dein aktueller Torjubel aus? Bist du jemand, der sich etwas beim Torjubel einfallen lässt? Immer unterschiedlich. Saarland oder Sachsen? Saarland. Saarland oder Baden-Württemberg? Saarland. Wie viel Prozent deines Körpers sind tätowiert? 45. Hast du ein Lieblingstattoo? Nee, mittlerweile nicht mehr. Also klar, die Tattoos für meine Familie sind mir natürlich am wichtigsten. Aber es sind mittlerweile, denke ich, so viele, dass ich alle schön finde. Welches hat am meisten geschmerzt? Das am Rücken. Zehner oder Stürmer? Stürmer, aber ich spiele da, wo ich gebraucht werde. Kommst du mit deiner Zunge an die Nase? Nein. Probier's mal. Nein. Warum? Weil es sehr, sehr weit weg ist, weil ich das weiß. Nils Röseler, Dennis Linsmeier oder Patrick Schmidt. Wer ist der wichtigste Bestandteil der Achse von Sandhausen? Röseler und Linsmeier sind meiner Meinung nach wichtiger als Schmidt. Welche Eigenschaft von Nils oder Dennis hättest du gerne? Die Ruhe von beiden. Dein unangenehmster Gegenspieler war? Gausi. Wie war die Rückkehr nach Gelsenkirchen für dich? Ich dachte zuerst eigentlich, löst das gar nichts in mir aus, aber als wir dann zum Stadion gefahren sind und ich alle Straßen und die ganzen Restaurants, was auch immer dort gesehen habe, war es dann doch ein komisches Gefühl irgendwie. Warum die Rückennummer 32? Die hat sich damals so ergeben, als die 9 nicht frei war. Mein bester Kumpel hatte die 23, somit habe ich die 32 genommen und 3 hoch 2 ergibt auch 9. Wer ist Muchti? Unser Zeugwart bei Sandhausen. Muchti oder Klatze? Beide auf ihre Art und Weise einzigartig, aber ich muss jetzt natürlich Klatze sagen. Wo holst du dir deine Fashion-Inspirationen? Mal da, meistens aber dann doch bei Instagram. Welche Erinnerungen hast du an den 8. März 2020? Ich denke mal, mein Fallrückzieher-Tor bzw. mein Doppelpack mit dem Fallrückzieher-Tor gegen Erzgebirge Aue. Wirst du oft darauf angesprochen? Sehr oft. Stell dir vor, du bist der nächste Bachelor bei RTL. Was würdest du bei der Rosenvergabe einer Kandidatin sagen, wenn sie leider aus dem Rennen ist? Ich habe heute leider keine Rose für dich. Bist du fotogen? Eher weniger. Wer beim FC Ingolstadt 04 ist dein Golf-Buddy? Christian Gebauer. Wer ist besser? Ich. Dein Gesicht, als du erfahren hast, dass der Media Day ansteht und du keine Zeit mehr hast, zum Friseur zu gehen. Danke, Patrick.